Herzlich willkommen bei 7 Days to Die. Ich bin der Memo. Wir haben nur noch ein paar Stunden bis zur Horde und ich habe es auf Waffen abgesehen. Ich habe eigentlich schon ziemlich gute, aber ich denke, dass ich mir noch einiges an Besseres holen könnte. Ich nehme meine Schrotflinte mit und gehe damit jetzt erstmal in die Stadt. Und zwar habe ich vor, einfach mal Waffenteile zu looten und meine, die wo ich jetzt hier habe, ein bisschen zu verbessern. Das ist zumindest der Plan. So. Hier ging es in die große Stadt. Da bekommt man eigentlich immer Waffenteile. Fahren wir erstmal runter und dann schauen wir uns mal an, wie es da unten aussieht. Was ich da alles finden kann. Benzin ist voll. Jawohl. Diesmal soll ich aufpassen. Nein, oder? Nicht dein Ernst. Jetzt wirft er mir ein Airdrop. Sollen wir den holen? Ja komm, den sollten wir eigentlich holen, falls ich hier hochkomme. Na, schaff's nicht? Nein. Schafft er nicht. Aber normalerweise sind in den Airdrops auch immer ziemlich gute Sachen drin. Der muss da hinten irgendwo gelandet sein. Den gehen wir uns erstmal holen. Können wir eventuell in die andere Stadt, dann in die kleinere Stadt. Ist vielleicht sogar ein bisschen sicherer. Oh, hast du ein Airdrop hin? Okay, hier sind sie noch nicht. Scheint doch noch ein bisschen weiter zu sein. Auf dem Stein? Ja. Yeah. Oh, ein Bär. Und tschüss. Was zum Teufel sucht denn der Bär jetzt da? Wo ist der Airdrop? Muss irgendwo hier sein. Shit, kein einziges Waffenteil. Das ist ja so ein Mist. Ist der was? Dann machen wir es anders. Nein. Eine Höhle oder was? Hoffentlich komme ich hier jetzt raus. Langsam, 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 schön langsam. Schön den Zickzack runterfahren. So, schauen wir mal kurz auf die Karte. War da nicht gerade immer ein Zombie irgendwo? Egal. Schauen wir mal, wo ist unsere andere Stadt gewesen. Hier. Dann gehen wir einfach mal in die Stadt, weil soweit ich mich erinnern kann, hatte ich da nämlich auch keine
keine Hunde gehabt. Zum Tag vor der Horde möchte ich nicht unbedingt mit Hunde mich anlegen. Ich glaube, die werde ich in der Horde genügend davon haben heute. Und schön vorsichtig sein, nicht mehr in Wasser fallen. Ja, der Thomas hat geschrieben die Kommentare. Das letzte Mal, wo ich mein Moped ins Wasser gesetzt hatte, konnte ich ja meinen Rahmen nicht aufnehmen. Ich bin davon ausgegangen, dass noch der alte Bug war. Dass solange der Rahmen im Wasser ist, der Rahmen nicht aufgenommen werden kann. Aber anscheinend waren die bösen Zombies am Werk. Haben irgendwie mein Inventar gefüllt und ich habe nicht bemerkt, dass ich den Rahmen nicht aufnehmen kann, weil mein Inventar voll war. Aber wie gesagt, ich bin da nicht schuld daran, das waren einfach die Zombies. Und also wenn hier irgendetwas schief läuft, könnt ihr euch das merken, sind eigentlich immer die Zombies schuld. Weil die sind böse, die wollen mich unbedingt umbringen. Die machen alles Mögliche dafür, dass es nicht funktioniert bei mir. Kommen wir da hoch. Normal ja, ne? Hallo, Kriecher. Hallo, du auch. Alter, da war eine Straße. Nimm einfach die Straße, die ist auf jeden Fall besser. Mist ist die besser. Du kommst ja nicht mal hoch. Die Straße hört einfach oben auf dem Berg auf. Ja. Das war doch hier die Stelle irgendwo, wo ich gestorben war. Komme ich jetzt nicht hoch? Ganz geschickt. Oh, ich will nicht durchflutschen. Nein, 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 nein. Nicht durch die Welt. Nein. Auch nicht sterben, bitte. Komme ich da hoch? Ja. So. Da sind wir schon. Gibt es hier irgendwie einen Police oder sowas? Ich muss einfach ein paar Saves aufschlagen. Gibt es irgendetwas Besonderes? Nein. Da vorne ist was, aber ich denke, da ist kein... Das ist ein Skateboard-Dingsbums. Da kann nichts drin sein. Da ist auch nichts. Das ist nicht der Bank. Ja, das ist der Bank. Da gibt es auf jeden Fall was. Ich hab dich gehört. Philipp. Zappel Philipp. Wenn ich die hier nicht vorher getötet habe, die werden mir keine Ruhe lassen. Ich werde niemals die Bank looten können sonst. Wenn ich sie noch nicht schon nicht gelootet hatte, natürlich. Irgendwie habe ich das dumme Gefühl, dass ich diese Bank schon gelootet hatte. Warte, ich schau mal rein. Ich glaube, dass ich hier schon war. Erkenne ich, ja, sieht ganz so aus. Ja, da waren wir. Okay. Dann brauchen wir auch gar nicht reinzugehen. Hallo Philipp. Okay, kann ich direkt weiter? Da war ich ja schon, wo ich zum Trailer gefahren bin. Okay, dann suchen wir uns ein anderes Gebäude. Was ist das für ein Hochhaus da vorne? Das sieht interessant aus.
Das sind nämlich auch mal Waffenteile. Da könnten wir mal reinschauen. Was habe ich denn nicht tot gekriegt? Das sind mir jetzt zu viele. Warum sind hier wieder so viele Zombies? Daneben. So. Was war das für ein Gebäude da hinten? Keine Bestattungsdinger da. Doch. Eine Bestattungsfirma. Aber das hier sieht doch gut aus. Wow. Das ist doch mal eine coole Villa hier. Hase G. Da möchte ich mal reinschauen. So mal auf die Schnelle. Da war doch irgendwo hier oben, glaube ich, ein Safe. War das nicht hier? Freigeschaltet kann ja wohl nicht sein, ne? Hier ist keiner. Aber irgendwo hier. Wo geht's dahin? Eine Leiche. Jawohl, schon mal den ersten Teil. Hier war es, glaube ich. Hier müsste rein theoretisch noch eine. Beeil mich, weil ich unbedingt noch vor der Horde ein paar Sachen zu Hause erledigen möchte. Ich habe mir gedacht, bevor ich da dumm rumstehe, vielleicht schaffe ich es, irgendwelche Teile zu holen, meine Waffen zu verbessern. Ja, so ungefähr habe ich es mir vorgestellt. Was ist da los? Ich könnte auch mal ein paar Bilder mitnehmen, dass ich mal ein bisschen meine Wohnung verschönern kann. Das muss ja auch sein, ne? Ich kann ja hier das hier brauche ich zum Beispiel nicht. Was habe ich selber an? Ein besseres, dann kann man das hier zerlegen. Das will ich nicht haben. Das muss ich nicht haben. Das kann ich lesen. Sieht gut aus. Schrotflinten, Schlüssel, 600er, wow, und fast voll. Interessant, sehr schön. Sehr gut, dann schauen wir mal, ob wir noch was bekommen. Hier war nichts mehr. Das muss doch da irgendwo noch weitergehen, oder? Nein, das ist der zweite Stock. Schön, schauen wir mal hier, was es hier noch Schönes gibt. Was gibt es hier unten? Mit dem richtigen Werkzeug ist natürlich alles besser. Bandage brauche ich nicht, will ich nicht, muss ich nicht. Was hast du? Auch nichts. Auch nichts. Eine Dusche. Oh. Ja. Da hast du es wahrscheinlich leben lassen. Was hast du? Kannst du behalten. Aha, noch einen schönen Safe. Da sagen wir nicht nein. Mal sehen, was die Leute in ihrem Bad in Safes einschließen. Schöne Sachen. Mal den hier an und den scrappen wir, es wird immer besser. Okay, und für Geld haben wir, glaube ich, den brauche ich nicht. Das bisschen Cash nehmen wir mit. Okay, ich glaube, hier geht es zu meinem Bike raus.
ist doch schön, oder? Villa mit einem Swimmingpool. Das ist noch so ein, wie heißen die Dinger? Die so blubbern. Mit warmem Wasser. Komm, da möchte ich jetzt mal reinspringen. Ja. Schwimmen ist doch so schön. Geil. Vielleicht baue ich mir auch so eins. Gut, schön zum Abkühlen, ne? Okay, jetzt genug umgealbert. Der hier wartet immer schon auf mich. Hallo? Dann kann man zerlegen. Den Mantel darfst du behalten, deinen alten stinkenden Mantel. So, stell mal hier das ganze Zeug da rein. So, okay. Dann schauen wir hier noch rein. Wer hier? Ist das da hinten ein Zombie? Was ist das? War das? Da wollte ich nicht rein. Okay, schauen wir hier mal kurz rein. Wenn wir schon da sind. Leiche. Ein bisschen nichts drin. Leiche hat nichts für mich. Da ist noch eine Leiche. Die Schatzkarte. Ja, das nehmen wir. Wenn wir schon da sind, immer looten. Umso mehr wir looten, desto mehr skillt unser Plünderung Skill hoch und wir bekommen immer bessere Teile, auch wenn wir es nachher wegschmeißen. Oder wenn es auch nicht aufnimmt, einfach nur öffnen. Reicht schon, um die Skillpunkte hochzutreiben. Schau ich mal oben, ob ich da oben noch ein Safe habe. Denke ja. Müsste eigentlich auf jeden Fall erstmal ein Bücherregal. Ohne Bücher, ja. Ein Bücherregal ohne Bücher. Sehr schön. Was hast du? Sehr schön. So, in diese Richtung habe ich es mir vorgestellt. Das wollte ich haben. Solche Teile. Dankeschön, aus. Jetzt gehe ich da auch noch kurz rein und dann flitzen wir schon ab. Ich glaube, dass wir einiges unserer Waffen nun verbessern können. Da läuft doch was. Oh, eine Schatztruhe. Eine leere Schatztruhe. Sorry. Oh ja, das gibt alles Scrap Metal. Draußen stirbt irgendwo ein. Da ist ein Safe garantiert drin. Draußen stirbt irgendwie ein Hase, ist gerade gestorben. Komm, auf damit. Geh auf. Muss mir neue Pickaxe bauen. Schauen wir erstmal hier hin. Was der zu bieten hat, nichts. Okay. Dann klopfe ich mal von der Seite, damit ich den Eingang beobachten kann. Falls doch was kommt. Okay, es ist 16.10 Uhr. Das ist definitiv mein letzter Safe. Das nehme ich mit. Das lese ich jetzt einfach mal. Ja, akzeptieren. Ich brauche nämlich meinen Platz. Das nehme ich mit. Das geht auch mit. Das ist kurz. Das zerlegen wir. Okay. Kurze Schrotflinte möchte ich nicht mehr. Oh nein, da nicht. Okay, überredet. Wir nehmen den anderen Eingang.
Und jetzt ist aber interessant. Wo war mein Zuhause? Da oben. Ja, am besten ist, ich gehe diese Straße hier entlang. Genau, wir fahren einfach auf die Straße entlang und dann sind wir auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Die führt von hier, glaube ich. Die ging hier entlang, genau. So. Dann heißt es nur noch zurückfahren. Die Waffenteile schön verbessern. Was wir jetzt noch dazu haben. Und dann kommt schon die Horde. Okay, es ist bis jetzt, es ist eigentlich nur die 28er Horde, aber dadurch, dass ich ziemlich schnell hochgelevelt habe, ich glaube, ich bin knapp bei 100 oder vielleicht sogar schon drüber, weiß ich jetzt nicht genau, aber ich denke mal, dass wir schon die Hälfte an möglichen Level schon haben und dadurch die Horde bestimmt nicht freundlich sein wird. Und ich denke auch nicht klein gehalten wird. Der wird wahrscheinlich ein bisschen härter sein wie die letzte. Weil da hatte ich ja gerade mal Level 50 oder sowas. 47. Jetzt bin ich schon auf das Doppelte. Ja, die stehen alle auf, weil ich komme. Die respektieren mich alle, die Zombies. Habt ihr ja gerade gesehen, ne? Ich schwindel euch nicht an. Sobald die mich sehen, stehen sie alle auf. Das nennt man Respekt vor meinem Moped. Eigentlich haben die mich sehr gern, wie gesagt, zum Fressen gern. Das ist das Problem. Glaubt eher, dass sie deswegen so schnell aufstehen, wenn sie mich sehen. Na, hoch, 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 oh, 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 oh. Kommst du echt nicht hoch? Sprit ist genug, müsste locker reichen. Wow. Cooler Ton. Ich glaube, ich habe es nicht mehr so arg weit. Das meiste habe ich, glaube ich, schon hinter mir. An Strecke. Nur und 5. Sorry, ein bisschen leiser. Ich versuche gerade ganz konzentriert. Hallo Schwein. Was sind das für Straßen? Man könnte doch da wenigstens Schilder hinhängen, ne? Achtung, Linkskurve oder sowas. Nein. Nur weil wir in der Apokalypse sind, heißt es nicht, dass es nicht sein muss. Vor allem, wir hatten die ganzen Schilder hier weggefressen. Waren diese Straße noch nie Straßenschilder dran gewesen? Da ist meine Stadt. Home sweet home. Was ist denn los? Ist dir warm? Echt 38 Grad. Oh, oh, da muss ich schnell was dagegen unternehmen. Ah, ich habe hier eigentlich auch noch nicht alles gelootet bis jetzt. Vielleicht sollte ich das auch mal ein bisschen nachholen. Hallo, Reh. Na? Und die Steine mache ich alle weg. Die mache ich irgendwann mal alle weg. So oft, wie ich an denen hängen bleibe.
So. Schön zielen. Komm, fall runter. Sehr schön. Nein, nicht da abstellen. Noch ein Stückchen vor. Bisschen noch bitte. Und am besten drehen. Ja. Paff, 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 paff. Macht doch alles kaputt hier. So. So darfst du stehen bleiben. Nein, nicht. Nein. Oder sagt ihr einsteigen? Ich will hier rein. Habe ich irgendwelche Teile dafür? Nein. Du kommst schön zurück. Wenn die Zombies kommen, machen sie sich kaputt da oben. Hier passiert dir nichts. Da bleibst du stehen. Okay, schnell leer machen. Okay. Ich hab gedacht, da draußen stehen sie schon. Ich tu mal jetzt erstmal alle Teile erstmal da rein. Was mit Waffen zu tun hat. Und dann schaue ich mir das Ganze an, was ich machen kann. Okay. Medizinische Sachen erstmal hier rein. Oh, schon einiges gefunden. Nicht schlecht. Wirklich nicht schlecht. Munition. Schrott kommt erstmal hier hin. Das hier wird erstmal alles hier schön zerlegt. Der wird auch zerlegt. Brauche ich alles nicht. Lebensmittel habe ich hier einmal das hier. Wasser und Spiritus behalte ich erstmal. Pfui. Menschliche Scheiße. Das geht ja gar nicht. Habe ich hierfür was? Ja, die Bilder. Die hänge ich mir nachher auf. Auch zerlegen. Gut. Das kommt 200. Ganz schön viele. Federn, die kommen dort zum Schmelzen nachher hoch. Nochmal Blei. Das ist Inventar und die gehören dahin. Okay. Dann gehe ich schnell nochmal den Rest holen. Habt ihr noch eine Menge? Wie geil der runterläuft. Nehmen wir auch mal alles mit hier. So, leer. Tür zu. Tür zu. Weil ab jetzt gibt es nur noch Vorbereitung. Tür auf. Besser gesagt, Klappe auf, nicht Tür. So. Jetzt schaue ich nämlich, was ich hier alles zusammensetzen kann, verbessern kann und. Messing und Blei. Könnte ich eigentlich mal hier rein. Ja, die schmelze ich später ein. Tue ich mal hier hin zum Einschmelzen. Du hier hin. Du hier hin. Reparaturkit lasse ich mal drin. Benzinkanister habe ich mitgenommen. Nicht Depp. Okay. Das hätte ich nicht machen sollen. Aber egal. Als Honig kommt hier rein. Super. Sehr schön. Das gefällt mir. Gut, dann nehmen wir mal alle Waffenteile wieder auf hier. Nein, das war Blödsinn jetzt. So, wie weit bin ich mit meinem Jagdgewehr? 460. Dann nehmen wir erstmal alles, was mit Jagdgewehr zu tun hat, einmal auf. Und versuchen, Schritt für Schritt, Blindenmunition gehört da nicht rein. Okay, das war's mit Jagdgewehrteile. Und das Jagdgewehr selber sollte man auch noch mitnehmen. Vielleicht schaffen wir jetzt ein lilanes hinzubekommen. So, das hier sollte ich jetzt auch mal
komplett alles raus. Sehr schön. Und schauen wir mal, was haben wir hier? Oh, sag ich doch. Da haben wir schon 600. Den hier einmal reparieren. Ja, das sieht sehr schön aus. Den habe ich aber schon richtig stark gehabt. Dann nehmen wir das hier. Und die Taschenlampe kommen. Machen wir auch kurz alles reparieren. So, und hier mal ein 505er. Und das sieht, das wird ein richtig gutes Jagdgewehr. Auf jeden Fall. Sag ich doch, 512. Das raus. Ich will eher das hier haben. Die zwei kann ich nochmal. 535. Wow. Dann die zwei auch nochmal. Sehr schön. Da sind die Waffen. Dann haben wir jetzt ein 535er Jagdgewehr. Noch mehr Jagdgewehrteile. Schrotflinten. Schlussgehäuse mitnehmen. Das brauche ich nicht. Schaft. Das nehme ich mit. Das nehme ich mit. Ich glaube nämlich, dass ich jetzt meine Schrotflinte die will ich nicht. Ich glaube, dass ich die Schrotflinte auch noch mal ein bisschen aufpimpen kann hier. Hallo? So rum. Schauen wir mal, was wir hier hinbekommen. Ein 500er Griff haben wir schon mal. Das kann ich doch eigentlich hier bestimmt reparieren, oder? Das hier einmal reparieren. Dann kriegen wir hochwertigere Teile. Ja. Das hier reparieren und dann rein. Gibt es noch was Besseres? Habe ich wirklich nur einen einzigen langen Lauf? Okay. Gut. Das müsste eigentlich jetzt schon gewesen sein. Jawohl, ein 547er. Naja, ja, ja, du kriegst gleich was. Ein 547er Schrotflinte. Das ist sehr schön. Das ist ein Pistolenlauf. Das ist, gehört zur Schrotflinte. Aber eigentlich möchte ich die eh nicht. Am besten zerlege ich die. Dann ist der Dreck weg hier. Das sind kurze Zerlegen. Kurze Zerlegen brauche ich wirklich nicht jetzt. Pistole, Pistole. 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 Kurzer. Weg damit. Pistolenlauf. AK-47 Jagdgewehr. Was ist das? Magnum. Okay, Magnum kann ich noch ein bisschen verbessern eventuell. Okay, meine Lieben. Das war die Folge. Waffensuche oder Waffenteilesuche. Wenn euch die Folge gefallen hat, einmal Daumen hoch und den Kommentar oder ein Abo würde mich sehr freuen. Ich würde jetzt erstmal alles vollfressen, trinken, mich noch außen nochmal umschauen, vorbereiten auf die Horde. Dann schalte ich ein, wenn die Horde wieder da ist. Ich wünsche euch viel Spaß beim selber zocken und tschüss.